Ha! Moin, ihr Baggerluten! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil, zum zweiten Mal vor diesem Boss. Richtig, und wie ihr hört, ne, wir sind hier gar nicht alleine. Nämlich, ich bin einmal der Kühnoob für die Leute von Zytan und ich habe den Zytan dabei für die Leute von Kühnoob. Ganz genau. Ja, wir scheiterten beide gerade ganz hart an dieser Stelle. Das ist schwierig, ja. Also, diesen Typen da tot zu kriegen, das ist echt schwierig. Also, wir haben gerade Folgendes gemacht. Wir sind hier schon einmal durchgelaufen, haben alles eingesammelt, haben auch hier bei der Küche, ich zeig das gerade mal, genau, einen Handabdruck schon gescannt. Geht auch mal gerade hin. Ja, also und der Zytan, du hast gerade auch noch was gemacht, oder? Genau, denn ich habe mir die Schrotzflinte, die Schrotzflinte habe ich mir geholt. Ja, einmal ein bisschen Powerkraft zu kriegen. Ich bin zurückgerannt in die Kabine da hinten und habe mir die geholt mal eben. Das war super. Sonst unmöglich, glaube ich. Wir waren im TS nach der Aufnahme und er sagt, ich krieg den nicht tot, den Spacken. Und ich sag, wie, du kriegst den nicht tot? Ich sag, ich auch nicht, aber der wischt mich immer. Nein, ich mach mit der Pistole nur zu wenig Schaden. Ich sag, nimm doch die Schrotflinte. Welche Schrotflinte? Machst du nichts, ne? Das war gut, war gut. Oh, ich habe hier gerade so ein bisschen... Ah, nee, meine Kamera macht wieder mit. Eben gerade war ich irritiert. Okay, gut. Also. Ich ziehe das Schloss. Du ziehst auf das Schloss. Bist du bereit? Warte mal, ich habe Granaten gerade gewählt. Ja, okay, gut. Ja, bin ich. Ja, dann würde ich mal sagen, gib ihn, wa? Okay, 3, 2, 1. Tschüss. Hör es auf, wenn er kommt. Nein, ich bin da durchgesprungen. Ich bin's. Oh. Noch eine Granate. Erstmal geben. Wow. Okay, ist durchgegangen, schon durchs Fenster. Wow, dann kommt schon einer von rechts zur Sicht. Ja, bei mir auch. Witzig. Oh, Mann, oder halt auch nicht. Er geht auf Parker bei mir los. Nee, jetzt geht er doch wieder auf mich los. Ich muss hier gerade runterspringen. Ich bin jetzt unten. Du bist unten, ich bin noch oben. Wow, schnell, schnell, schnell. So nicht, mein Freund. So nicht, so nicht. Ich glaube, es reicht, wenn man ihm ins Gesicht gibt. Oh, Alter. Ich bin ein wenig aufgeregt. Und ich bin hier gefangen. Oh, ich bin... Ah, da ist so einer, der schießt. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Irgendwas hat mich. Irgendwas... Au. Wow. Ich geb ihm. Gib ihm richtig. Schaden. Hilfe, schnell. Fast hätte er mich gekriegt. Eieiei. Oh, mich auch. Wer ist er denn? Ah... Er hat Parker. Mir doch egal, ob er Parker hat. In deine Fresse. Irgendwas schießt immer auf mich. Oh, ich hab BOW-Fallen. Die hatte ich noch gar nicht gesehen. Oh, ich auch nicht. Ha. Oh, oh Gott. Oh, jetzt muss ich mich heilen. Jetzt muss ich mich hart heilen. Ich krieg hier die ganze Zeit ins Gesicht von so einem Ding. Abgeballert, ne? Was hast du? So viele Schüsse schon auf den abgeballert. Und das bringt einfach nichts. Ah, ich bin am Nachladen. Kann nicht durchhüpfen. Oh Gott. Oh, oh Gott. Der verarscht mich doch! Oh doch, bei mir schwächelt der langsam. Echt? Woran sieht man das? Der fällt hin und wieder mal kurz hin. Echt? Schnell lauf, Baby! Bitte lauf! Gewehrmunition habe ich nicht, schnell durch. Ich weiß nicht, wo. Oh, hier ist so viel Viecher. Ja, dann so nutzt deine BOW-Waffen. Ich habe keine. Ich habe noch eine, glaube ich, jetzt oder so. Ich weiß es nicht genau. Oh, einmal durch! Hilfe! Vor allem die hässlichen, die kleinen, die können da durch die Fenster. Da musst du aufpassen. Ah, oh, ich hab nur drei Schuss jetzt mit der Schrotze. Ich hab da auch nicht mehr vier, aber ich hab die Pistole. Oh Gott. Okay. Er schwächelt, du hast recht. Aber ich hab keinen Schuss mehr jetzt. War doch gerade noch so ein anderer. Wo ist denn der jetzt? Hat er den. Oh, hab ihn gefunden. Okay. Ich töte gerade die anderen kleinen Viecher hier. Wow! Ich schon wieder so ein Ding erwischt. Boah, ich krieg den. Also ich habe jetzt alle meine Schrotzen Munition aufgebraucht hier, ne? Ich jetzt auch. Schrotze ist leer. Ja, also das ist, glaube ich, oh, Parker spricht, du aufdringlicher Bastard, sagt er. Wir müssen ganz mutierten Freaks töten, sagt er. Die was? Die mutierten Freaks! Wer sagt das? Parker! Parker. Nein! Jetzt bin ich in die Falle gelaufen. Oh. Wow! Ei, Karamba, ey. Das ist doch nicht mehr auszuhalten hier.
Nein, 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 nein. Hilfe! Durch! Oh. Ich hab noch 14 Pistolenschüsse, danach ist vorbei. Oh, oh, mich trifft hier immer noch so ein Teil, ey. Krass, ey. Da, oh, das ist echt übel. Wie soll man das denn schaffen? Ich häng fest, ich häng fest. Oh, ich bin. Doch nicht tot, ich bin doch nicht tot, ich bin doch nicht. Okay, okay, okay. Nein. Oh, ich werde immer zurückgeschlagen von so einem Scheißviech hier. Okay. Der sägt mir in den Kopf. Der sägt mir in den Kopf. Er sägt dir in den. Hat er dich erwischt? Ja. Ich habe keine Pflänzchen mehr. Ich bin voll geschwächt. Oh. Ne, ja, ich bin. Ich kann nicht. Ich. Ich hab nur noch 11 Patronen. Ich hab noch 5 und bin gleich tot. Weil ich hier angegriffen werde von den kleinen Viechern, weißt du? Eieiei. Aber hier waren, glaube ich, irgendwo noch Pistolenpatronen und so. Ja, aber wo ist die. Oh, ich bin in den Fall gelaufen. Oh nein, 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 der kommt. Ja, die Fallen sind kacke Arsch, ne? Okay, ich bin tot. Ja. Du bist tot? Ja, ich bin tot. Also ich halte noch durch. Ich werde mich jetzt aber nicht deswegen extra umbringen. Nee, nee. Mach, versuch das. Aber ich weiß nicht, was. Yay! Nein, 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 jetzt lädt er die nach. Scheiße. Okay, oh, ich habe noch 10 Patronen hier drin. Ah, scheiße. Hilfe! Ich guck mal, ob ich nicht überleben kann. Hilfe! Hilfe! Das ist nicht. Das ist nicht gesund, nein! Gebe ich dir vollkommen recht. Okay, also ich bin jetzt wieder am Anfang von dem Level. Soll ich einfach nochmal versuchen? Soll ich einfach nochmal drauf schießen? Ja, ich weiß es. Ja, natürlich. Du musst ja nicht extra warten. Gut, dann mache ich es einfach noch kaputt. Mach das mal. Oh, da kommt der Dicke schon wieder. Hilfe! Da ist der Dicke. Und da ist noch ein kleiner. Ich mag die Kleinen auch nicht. So, ich hüpfe hier unten jetzt runter. Da komme ich gar nicht runter. Ich laufe hier runter. Hab ich hier noch was? Da ist. Oh, einmal nochmal Pistolenmunition. 15 Schuss. Sehr gut. Gefällt mir. Das mögen wir. Da ist noch mehr. Wow, und diese anderen Dinger schießen auch auf mich. Das ist ganz schön nervig. Hilfe. Au, da hat getroffen. Nein, den Bow voll geworfen aus Versehen. Fuck. Alter. Ihr verarscht mich doch alle, oder? Da habe ich. Wo ist das Vieh? Die hole ich mir gerade nicht. Dieser Trick im Kreisrennen, was du gesagt hast, das ist gar nicht, gar nicht doof. Ja, aber ich habe jetzt mehr keine Gewehrmunition mehr, warum auch immer. Habe ich die jetzt nicht mehr, die ich eben eingesammelt habe, oder was ist hier los? Ich weiß das nicht, frag mich nicht. Ich versuche das nochmal weiter mit den anderen Dingern hier. Mit den roten Gasfässern. Ich habe ihn! Ich habe ihn! Nee. Ich habe ihn! Ernsthaft? Aber sowas von! Krass. Mit dem letzten roten Ding. Aber die anderen Gegner gehen nicht kaputt. Das ist der Schlüssel zum Notfall. Oh, Mann. Ja. Verschwinden wir aus diesem Monster-Drecksloch. Ich weiß aber auch nicht, was ich tun soll. Schießen! Was? Schießen! Ja, das tue ich. Also wenn ich eins tue, dann schießen. So, ich renne sie nochmal hoch und dann nochmal die Schrotzmunition hier ein, wenn ich die habe. Oh, jetzt war die. Oh Gott. Oh. Vergiss nicht das Scan zwischendurch, das bringt vielleicht ein bisschen was. So, lad doch mal nach. Ah! Ich hab ihn getreten. So, das hat mir gefehlt. Getreten, das wurdest du gesagt. Hast du auch gesagt. Ja. Oh, geil. Oh, übel. Und die ganzen Leichen, die hier sind, vergiss nicht, die zu scannen, ne? Oh, das hat aber alles an Munition gekostet. Der braucht wirklich nur hart ins Gesicht. Also, ich habe das am Anfang gemacht. Ich bin die ganze Zeit nur hoch hier durch die Fenster durch. Oh. Roundhouse Kick. Roundhouse Kick. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ganz hart, was die Munition betrifft. Ja. Und drin findest du aber nochmal Schrotgewehrmunition. Vielleicht schaffst du das, wenn du ihn rauslockst, weiter weg zurückzulaufen und die Schrotgewehrmunition zu holen. Das heißt, weiter zu. Weit weglocken. Und dann einmal schnell zurück in seinen Raum laufen. Oh! Und im Raum musst du mal scannen. Ich will ja jetzt nicht spoilern. Nee, ich muss erstmal jetzt gucken, dass ich noch Munition finde hier. Aber ich habe keine Schrotzenmunition mehr. Ja, nee, die würde in seinem Raum sein. Da war ich doch schon. In seinem? Wirklich da, wo er drin war. Ach so, da, wo er drin war. Okay. Fuck, ich bin in der Falle. Doch nicht.
Aber ich schieße noch einmal den Schrotz jetzt. Ist doch nicht, dass hier jetzt schon wieder alle Dinger despawned sind. Ich habe ihm 5 Schüsse abgeballert hier mit dem. Oh, das kann nicht. Das ist ein dickes Ding. Wartest denn du? Ja, wer überlebt das denn bitte? Das Teil. Ja, das Teil. Ja, das Teil. Oh, ich bin nicht von so einem normalen Vieh getroffen worden. Oh, und da steht auch was drin. Das werde ich aber gleich dann vorlesen. Wo steht was drin? Ja, ich habe da was gefunden. Okay, ich gehe jetzt in seinen Raum. Ich hoffe, du hast ihn weit genug weggelockt. Ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Da. Ein Buch. Das habe ich eben schon mal vorgelesen, das lädt ich jetzt nicht nochmal vor. Ach, das Buch hast du schon vorgelesen? Ja, habe ich schon vorgelesen. Gut, dann sei du mal bitte kurz still, dann mache ich das für meine Leute einmal. Ja, mach das mal. So, Tagebuch des Kommunikationsoffiziers. Tag 1. Zur Promenade zu gehen war die richtige Entscheidung. Essen und Getränke sind genug vorhanden. Ich höre dort draußen immer noch diese Biester, die gegen die Tür hämmern oder nach Beute suchen. Hier kommen sie nicht rein. Ich weiß nicht, ob noch jemand am Leben ist. Aber ich weiß, dass ich das hier überleben werde. Tag 2. Scheiße! Die Monster kamen durch den Luftschacht. Ich habe sie erledigt, bevor sie echten Schaden anrichten konnten. Für so etwas wurde ich ausgebildet und ich habe gut gelernt. Man sagt, das Eigenlob stinkt, aber ich bin stolz auf mich. Darf man auch. Gut, dass ich wach war, als es geschah. Tiefschlaf ist erstmal nicht drin. Tag 3. Nach der Überraschungsparty gestern konnte ich kein bisschen schlafen. Ich war am Ende mit meinen Nerven. Ich wünschte, ich wäre nicht der Einzige hier. Bin heute sehr müde, fühle mich unwohl. Darf nicht krank werden, nicht bewegen. Und wie weit bist du? Ich laufe im Kreis. Ah, ja, wie gesagt, gib ihn immer ins Gesicht. Ja, ich bemühe mich. Er ist wieder vor mir. Du kannst ja wieder versuchen, ihn oben ins den ersten Raum zu locken, mit den beiden Fenstern. Ja! Hast du ihn? Ich habe ihn tot, Jetzt kommen die anderen Viecher noch hoch. GZ. Ja, er hat muss das Energie sparen. Halt einfach durch. Okay, jetzt muss ich nur die Kleinen noch töten hier. Die ja, mach das mal. Ich lese mal davor. Mach das. 4. Tag, glaube ich. Ich habe Fieber. Hoffentlich finden die Monster mich nicht. Bin ich infiziert oder ist es nur eine Erkältung? Oh. Hab eine Riesenbeule am Kopf. Schmerzen. Würde gern mit jemandem reden. Einsam. Wie viele Tage sind das jetzt? Hab jemanden zum Reden gefunden. Bin froh. Er ist lustig. Erzählt viele Witze. Viele sind lustig. Ich lache. Dein Gesicht ist zu nah an meinem Gesicht. Uiuiuiui. Ja, okay, wir wissen, was er meint. Das war dieser zweite Kopf, den er da hatte. Hm. Geil. Dann kannst du wirklich mal sagen, ey, ich habe mir einen Witz erzählt, den ich selber noch nicht kannte. Er meint das auch. Kein Platz zum Bewegen. Haben gestritten. Er wollte das Ganze essen. Er aß Fleisch. Leckeres Fleisch. Hab sein Gesicht gesehen. Kaut. Isst. Kein Fleisch für mich. Sah lecker aus. Sein Kopf. So lecker. Der ist so wirr, der Typ. Hilfe, kann mich nicht bewegen. Gefangen. Ich, nicht ich. Wer ist ich? Hilfe, also ist bitte Hilfe. Ach, Schlüssel. Baby! Ich hab... Ja, mit dem Mayday habe ich das auch erst gereiht, als Züter mir das sagte. Aber ich dachte zuerst immer, er sagt, Baby! Fleisch, essi. Hier, übrigens. Fleisch. Ich habe jetzt den Schlüssel aufgesammelt. Was hast du aufgesammelt? Den Schlüssel. Schlüssel, ich auch. Schlüssel, hab ich auch gesammelt. Muss ich jetzt unten durch die Tür gehen? Wenn das der ist, es könnte gut angehen. Das ist der Rettungsringschlüssel, ja. Schlüssel, ja. Ich hab grad schon wieder vergessen gehabt, was das ist. Also ich steh jetzt unten, unten quasi, wo die Küche ist, ne? Gegenüber ist eine Tür, da ist der Rettungsringschlüssel. Jo, bin ich da, ja, bin ich da auch rein. Geh durch. Und in dem Raum waren wir ja schon. Ja, stimmt, von der anderen Seite, ja, stimmt. Ja. Mhm. Gut, dann gehen wir nochmal zurück, würde ich sagen, ne? Also jetzt haben wir den Schlüssel für... Ah, ne, warte, wir gehen vorher, nochmal zurück in den Speiseraum. Denn da war auch noch eine Tür, ne? Mit Rettungsring drauf. Weißt du das noch? Nee. Nee, da ist auch noch eine Tür. Sehr gut. Gut, dass ich dich hab. Eigentlich wollten wir haben ja gesagt, wir machen das so als Singleplayer-mäßig, aber wir kamen gerade beide nicht weiter und wollten auch endlich mal wieder so ein Koop-Ding mal wieder zusammen aufnehmen. Genau. Wir mussten dazu aber erstmal dieses Ding hier durchspielen. Gott sei Dank habe ich ihn jetzt gerade dabei, weil ich hätte das schon wieder verplant. Aber da hast du vollkommen recht gehabt. Ja, in den Speiseraum, da war noch eine Tür mit Rettungsring drauf. Da bin ich eben noch vorbeigelaufen, als ich die Schrotflinte geholt habe. Schrotzflinte.
So, die Türen brauchen wir Ewigkeiten, um aufzugehen. Ah, unten liegt noch Munition für mich auf jeden Fall, sehe ich gerade. Was heißt unten? Bei dieser Doppeltreppe, die an so eine, an so ein geschlossenes Tor geht. Ja, geil. Eine Patrone nochmal. Yay. Sehr schön. Yay. So, ich bin jetzt quasi an da, wo wir hin müssen. Ich könnte einfach hier durchgehen, aber ich gehe nochmal zurück zum Speiseraum. Wie schnell bist du eigentlich? Lauf halt durch. Jetzt gerade unten durch diese zweite Tür da durch, die so ewig nur 3 Tage braucht. Siehst du mal. You spin my head round, baby, right round. Baby! Aber bin ich froh, dass der tot ist, ne? Ja. Ich glaub dir das. Ich glaub dir das. So. Oh Gott. Speiseraum. Das heißt, wir müssen jetzt eine Etage hochgehen und dann zurück, ne? Ich bin jetzt drin. Du musst einfach nur in den großen Raum mit der Uhr. Ja. Und dann einfach zurück. Und dann kommst du da schon aus. Oh, irgendwie ruckelt das gerade hart bei mir. Ich weiß gar nicht warum. Bei mir immer nur, wenn die Tür sich öffnet, die zweite. Ja, ja. Liebe Leute, freut euch. Ich bekomme jetzt den von dem lieben Wintermancer, den kaufe ich seinen alten RAM ab. Dann habe ich doppelt so viel RAM. Passt auch alles. Ach, das habe ich getan. Was? Es ist ein Anker, kein Rettungsring. Komm mal nicht rein. Dann bewege ich mich mal zurück. Ja, es ist ein Anker. Oh Mann. Okay, während die eine Tür sich öffnet, kannst du die andere noch nicht öffnen. Wie hast du das denn rausgefunden? Achso, weil ich gerade durchgehen wollte. Du warst quasi in den Zwischenraum, oder was? Ja, ja. Ach so, bin ich ja, sogar gut. Immer noch, weil die andere Tür jetzt ewig und 3 Tage braucht, bis sie sich öffnet. Da überspringt das Ding wahrscheinlich Ladezeiten für Abschnitte. Ja. So, ich bin jetzt... Entschuldigung. Ich stehe jetzt vor dem Gitter. Wie schnell du einfach bist. Kann halt schneller rennen als du. Ja, hast du eine Taste zum Rennen? Nö. Mann. Sag mir, wenn du da bist. Ich sehe das Ding schon. Ich bin davor und 3, 2, 1 öffnen. Öffnen und F. Okay. Und Zwischenraum. Ja, Zwischenraum. Na, ja, warte einmal kurz hier mit Genesis. Einmal kurz abgucken. Nee, ist nix. Nix. Weiter. Okay. Dann weiter, oh, ja. Sequenz. Oh ja, geil. Nee, Ladevorgang. Ah, oh, okay. Mit Sequenz. Jetzt, ja. Raymond! Boah, der Ginger ohne Seele. Ja, echt. Das ist ein Typ. Wovon redest du? Hä? Hey, kaputt? Ja, kommt mal her. Schaut. So soll ich deine schmerzenden Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ehe ich. Ach, das ist der Typ, der uns doch. Hä? Ich dachte, der Rotschopf hat uns entführt. Nein, nein, nein. Hab ich gedacht. Zum Samen, daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, den ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Aha, Fische? Lol. Er verwandelt Guppies in Haie. Guppies in Haie. Wir sind Veltru. Rachsüchtige Boden aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veltru. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren. Heisenberg! Hier Dante. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Ja, habe verstanden. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los jetzt, Maya. Macht euch bereit. Oh, also bei mir ist der Sound weiter als das Video. Aha. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltru herausfinden. So, ich bin jetzt im Heli. Ich höre ihn schon. Ich sehe gerade noch unseren Boss. Super, und die Kamera laggt hinterher. Ich dachte, das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld.
Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Mittelmeer wie ein großer See. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Jetzt sehe ich sie da in ihren Strapsen da komisch rumstehen. Echt erst? Ja. Krass, ich bin schon beim Laden. Das Video ist wahrscheinlich auch schon vorbei, aber ich sehe das Video halt noch. Ich habe jetzt abgeschlossen. Ich habe jetzt Episode 3. Ja, dann warte mal bitte. Geister. Ja, ich warte. Bei mir ist das jetzt alles so ohne Sound. Ist interessant. Aber die Olle ist schon so ein bisschen dekadent, ne? Mir tun die Füße weh. Ach so. Ich komme zu spät, um irgendwie, ne? Ich lasse dich da die ganze Zeit erstmal Viecher kaputt machen, bis ich dir helfe. Ja, gut. Also ich bin jetzt im Endscreen hier. Ja, ich bestimmt auch gleich. Und der Präzision und so weiter, weißt du? Kamerafahrt weg vom Heli gerade. Ja. Schwarzer Bildschirm. Sehr schön. Oh, also und jetzt ist die Kamera auch wieder super. Episode 3, Weltrossgeister, Ende. Genau. Also ich habe jetzt Präzision 90%, was hast du so? Was? 83, scheiße. Eigene Tode, 2. Ja, einer nur, hallo? 1 Stunde 2. Errungenschaft freigeschaltet, wir werden dich finden, Jill. Hab ich auch eben gehabt, ja, aber ist schon wieder weg. So, geh mal weiter, ne? Ja, das hat wahrscheinlich mein ganzes Ding hier rausgehauen. So, Episode 3. Haben wir, oh, ich hab eine Waffe. Oh, ich habe 150 Feinde. Was? Achso, ja, genau. Ja, hab ich auch. Nice. Und noch was. Schließen Sie Episoden 1 bis 3 ab. Raubzugmodus Stufen 4 bis 7 freigeschaltet. Ja, endlich genau können wir weitermachen. Das wollen wir. Das wollten wir nämlich. Richtig. Sehr schön. Das heißt, Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihren PC nicht aus. Oh mein Gott, ich muss schnell den PC ausschalten. Sehr schön. Das heißt, dass wir nächste Folge nochmal einen Koop aufnehmen können. Wie hast du jetzt deine Gesamtwertung, sag mal. 75 Präzision. 77. Ah. Ja, gut. Also, das heißt, es war quasi gerade Freitag, denn wir werden beide unsere ersten Teil von Montag werden wir schneiden auf Montag und Mittwoch. Richtig, ne? Richtig, dass es zwei Teile werden. Das heißt, wir haben jetzt quasi Freitag heute. Jo. Und dann gibt es nächsten Montag eine weitere Koop-Folge. Jo. Gut. Ist geil, oder? Danke fürs Zuschauen und super. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Auch gerne bei dem Zütern oder bei mir. Und winke, winke, ciao und tschüss. Tschüss.